Sie sind hier, 20. Oktober 2018, 9.15 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Am Samstag kommt es zum Kracher zwischen Ratio Farm Ulm und Alba Berlin. Urheberrecht Sport 1 Grafik Imago. Der Start in die neue BBL-Saison lief für Ratio Farm Ulm nicht nach Wunsch. Nach 2 Niederlagen zum Auftakt muss dringend ein Sieg gegen Alba Berlin her. Nach 2 Niederlagen zum Saisonstart will Ratio Farm Ulm in der Basketball-Bundesliga die Wende einleiten. Mit Alba Berlin kommt aber ein echtes Top-Team in die Ratio Farm Arena, welches mit 2 Kantersiegen in die Saison gestartet ist. Basketball-Bundesliga, Ratio Farm Ulm, Alba Berlin am SA. Ab 18 Uhr live im TV auf Sport 1. Nach gerade einmal 2 Spielen haben sie 227 eigene Zähler und eine Punktdifferenz von 96 auf dem Konto. Die Berliner haben allerdings eine beschwerliche Anreise hinter sich. Noch am Mittwoch mussten sie beim Eurocup-Sieg über CSP Limoges in Frankreich antreten. Alba Boss Donuts für 100 Punkte. Daher muss gegen Ulm schon eine besondere Motivation her. Unser Konditionscoach wird nicht glücklich sein. Der nächste Spieler, der die 100 Punkte voll macht, muss Donuts mit zum nächsten Training bringen, scherzte Alba Sportdirektor Himar Ojeda Peres auf Twitter, twitter.com/himar. Ojeda, Status 1.352.862.833.908.699.136. Nach dem 10. Platz in der Vorsaison hinkt der Vizemeister von 2016 seinen Erwartungen noch hinterher, und das obwohl Starspieler Per Günther im Sport 1 Interview vor Saisonbeginn noch Optimismus verbreitet hatte. Man merkt, dass der Trainer und der Manager mit neuem Konzept und neuen Ideen aus dem Sommer gekommen sind. Wir haben neues Personal und neue Spielideen. Daher sehe ich nicht, warum wir nicht an die Vergangenheit anknüpfen sollten statt an letztes Jahr. Für Ulms ist mit Augpinner wird es ein Treffen mit alten Bekannten, schließlich war er zwischen 2013 und 2017 noch für Alba auf Körbejagd gegangen. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bergen. Mehr.